Hallo und willkommen zu einer Stunde Sport. Ich bin Torben Liebscher, Kanu-Olympiasieger und ich nehme euch jetzt einfach mal 25 Minuten mit, zeige euch ein paar Spielchen, ein paar Übungen, meine Sportart ein bisschen und hoffe, ihr habt Spaß und bleibt zu Hause und versucht einfach mitzumachen. Das bekommt, es wird euch bestimmt viel Spaß machen. Am Anfang machen wir ein kleines Warm-up, dann kommen wir zu ein, zwei Spielchen. Die könnt ihr dann auch gerne hinterher noch länger machen. Dann zeige ich euch mein Kanu oder mein Sport, den Kanusport ein bisschen, wie ihr den vielleicht dann im Sommer wieder auf dem Wasser, wenn ihr raus könnt, machen könnt. Und zum Schluss machen wir noch ein kurzes Cooldown. Dann zunächst benötigt ihr erstmal, so drei, vier Flaschen, wenn es geht, leer. Das ist immer besser. Oder Klopapierrollen oder sonst was, was halt gut stehen kann. Oder ja, da fällt euch sicherlich was ein. Ihr benötigt noch einen Besenstiel, genau, oder einen Wischmopp. Macht den Wischmopp oder den Mopp dann einfach ab. So, müssen wir mal fragen. Genau. Und gut wären noch ein bis zwei Bälle, genau, oder drei. Ich habe jetzt ein paar kleinere, aber können auch gerne größere sein. Dann wird es einfacher. So, zunächst fangen wir erstmal ganz locker an. Stellen uns hin, kreisen erstmal mit den Schultern, ziehen die Schultern nach oben und nach unten. Genau. Müssen uns ein bisschen erwärmen, bevor wir uns sportlich betätigen. Das machen wir gerade nach hinten, die Schulter kreisen. So, jetzt nehmen wir die Schultern, ziehen wieder nach oben und gehen einfach nach vorne. Von hinten nach vorne. Von hinten hoch nach vorne. Wir können jetzt langsam die Arme mitnehmen. Nehmen die Arme auf von hinten nach oben und vorne und gestreckt von hinten nach oben, nach vorne, nach unten. Dann in die andere Richtung. Von nach oben, nach hinten, nach unten, vorne. Genau. Und das alles in der gestreckten Version. So, jetzt sind wir den Arm warm. Jetzt können wir auch kurz die Beine ausschütteln. Stellen Sie auf ein Bein, schütteln die Beine aus, das rechte Bein. Stellen Sie auf das rechte Bein, schütteln das linke Bein aus. Genau. Jetzt habe ich ein kleines Spiel. Das heißt Spiegel. Das heißt, alles, was ich mache, das macht ihr nach. Oder spiegelverkehrt. Wenn ich den Arm hochnehme oder sonst was, guckt ihr in den Spiegel, dann müsst ihr natürlich die andere Seite nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt das Bein anhebe und sage Spiegel, hebt ihr auch euer linkes Bein an. Wenn ihr jetzt so vor mir steht. Jetzt das andere Bein. Genau. Jetzt spiegelverkehrt. Das heißt, ihr müsst genau das Gegenteil machen, was ich mache. Ich hebe jetzt mein linkes Bein an und ihr hebt auch euer linkes Bein an. Genau. Ich hebe mein rechtes an und nehme auch meinen linken Arm hoch. Genau. Linkes Bein hoch. Rechter Arm. Jetzt linkes Bein hoch. Rechter Arm nach unten. Oder nehmen wir das rechte Bein nach oben und bauen einen Baum. Genau. Das könnt ihr noch so weitermachen, vielleicht dann später. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr müsst genau das, was ich vormache. Wenn ich Spiegel sage, müsst ihr das Gleiche machen. Wenn ich Spiegel verkehrt sage, müsst ihr genau das andersrum machen. Das Spiegelverkehrte. So, dann haben wir das erstmal geschafft. Machen noch ein, zwei kleine Fingerübungen. Wir nehmen unsere beiden Hände und nehmen immer in der einen Hand, nehmen wir den Zeigefinger und in der anderen Hand nehmen wir den Daumen und versuchen immer zu wechseln. Das heißt, dann nehmen wir den, wechseln wir den Daumen und den Zeigefinger immer hin und her. Wer sich nicht konzentrieren kann, macht eine Pistole. Das wollen wir aber nicht. Das heißt, wir wollen immer, dass wir die beiden unterschiedlichen Hände haben. Und dann so. Wieder so. Oh, jetzt bin ich durcheinander gekommen. So. 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 Also macht's mal so schnell, wie ihr könnt. Und da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Dann gibt es noch eine zweite Übung, die ich auch immer ganz gerne gemacht habe. Da müsst ihr euch mal kurz hinsetzen,
Das ist genau. Denn die eine Hand, die schiebt über den Oberschenkel und die andere Hand klopft gleichzeitig. Nur von, genau, hoch und runter. Und das mal ein bisschen schneller machen, ohne dass halt diese klopfende Hand, die darf sich nicht dabei bewegen, nach vorne und nach hinten. Das ist schon etwas schwieriger. Jetzt wechseln. Oh, da komme ich durcheinander. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Aber ihr seht schon, nach einer Weile, wenn man das irgendwie drin hat, dann kommt man damit ganz gut klar. Genauso wie mit der Übung davor. Wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich glaube, jetzt sind wir erwärmt. Wir können jetzt mal unsere Flaschen zur Hand nehmen, die wir hoffentlich schon vorbereitet haben. Ich habe meine Flaschen hier. Genau. Ich mir erstmal überlegt, dass wir erstmal so auch nochmal ein paar Balanceübungen machen. Nehmen wir die Flasche, eine Flasche, stellen die auf die Handfläche und versuchen die im Sitzen oder im Stehen, ist ganz egal, versuchen die erstmal so zu balancieren. Ohne dass sie umfällt, runterfällt. Jetzt gibt es Ärger. Ach, irgendwie ist es nicht so gut heute. Genau. Wem das zu einfach ist mit der Handfläche, der nimmt einfach die Seite von der Hand. Das kennt ihr auch. Ja, ein bisschen wer schummelt, macht es mit dem Daumen, so wie ich. Ein bisschen jonglieren. Oh. Genau. Und wem das auch noch zu schwer, zu leicht ist, der dreht dann seine Hand ganz um und stellt die Flasche auf die Handfläche. Einfach oben drauf und versucht dann zu balancieren. Und natürlich könnt ihr die Flasche auch normal auf die Hand stellen. Also ihr könnt es auch erstmal alles mit dieser Seite probieren. Das ist auch schwer genug, wenn wir die Flasche normal hinstellen. Und dann mal so ein bisschen, das ist ja wie das Eier balancieren. Bestimmt alles schon mal gemacht. Genau, das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt brauchen wir nicht nur eine Flasche, sondern wir nehmen alle vier Flaschen oder Klopapierrollen oder weiß ich nicht, was ihr alles so habt. Stellen die in eine Reihe. Ihr wisst sicherlich, was das schon für ein Spiel ist. Wir spielen Bowling. Genau. Jetzt könnt ihr erstmal die einfache Variante ist ja natürlich sich hinstellen, hinhocken oder so und dann versuchen so zu treffen. Das war natürlich jetzt nicht vorher geübt, aber hat trotzdem geklappt. Müssen wir sie wieder aufstellen, die Flaschen. Jetzt gibt es mehrere Varianten, wie ihr das Spiel schwieriger machen könnt. Ihr könnt zum einen, könnt ihr jetzt weiter weggehen oder näher ran, je nachdem, wie schwer es war. Genau, das können wir wechseln. Dann können wir natürlich auch mal versuchen mit, ich bin jetzt Rechtshänder, deswegen habe ich mit rechts geworfen. Ihr versucht mal mit der linken Hand zu werfen. Ob das genauso gut geht. Oh, na gut, das hat nicht so gut funktioniert, deswegen habe ich einen zweiten Ball. Versucht das. Bleibt auch noch eine Flasche stehen. Na gut, das ist jetzt so. Da seid ihr so wahrscheinlich besser als ich. Müssen wir die Flaschen wieder aufstellen. So, jetzt haben wir da mal die andere Hand probiert. Jetzt können wir natürlich auch noch andere Sachen nehmen. Wir können jetzt noch über den Kopf einmal werfen, also von hinten. Von hinten über den Kopf. Oh, das hat gar nicht funktioniert. Von hinten über den Kopf versuchen zu treffen. Nur eine Flasche getroffen von hinten über den Kopf. Ah, noch eine zweite. Genau, das könnt ihr auch wieder mit der rechten oder mit der linken Hand probieren, je nachdem, wie ihr das wollt. Dann noch ein Schwierigkeitsgrad ist natürlich, wenn wir es mit Augen zumachen. Das ist ganz witzig. Stellt euch aber bitte dahin, wo ihr schon wisst, wo die Flaschen sind und vielleicht nicht in die Nähe von der Porzellansammlung von der Mama, sondern macht das irgendwo, wo nichts kaputt gehen kann und versucht das einfach mit Augen zu. Seht ihr, ich habe die Augen geschlossen.
Ach, na, das war ein Zufallstreffer. Nochmal mit Augen zu, treffe ich die eine Flasche noch. Habe ich auch getroffen. Naja, das war auch ein bisschen Glück. Aber ja, das muss man auch mal haben. Stellen wir die Flaschen wieder auf. Jetzt, ja, kann man natürlich auch noch andere Varianten suchen. Man kann sich hinstellen, man kann dann unter den Beinen durch auf die Flaschen werfen. Jetzt habe ich nur eine Flasche getroffen und nochmal mit der anderen Hand, mit der linken Hand versuchen. Da habe ich gar nichts getroffen, ist auch nicht schlimm, aber da gibt es viele verschiedene Varianten. Oder wir nehmen den Ball, drehen uns zweimal im Kreis und versuchen dann zu treffen. Ja, das war jetzt noch ganz einfach, weil ich einfach nah dran war, aber ja, da könnt ihr euch sicherlich, könnt ihr das auch zu zweit miteinander machen. Ja, jetzt gibt es noch ein zweites Spiel. Das nennt sich Korbwerfen. Dafür muss ich kurz aufs Bild gehen. Habe jetzt leider erstmal, könnt ihr einen Papierkorb nehmen oder nehmt einen Beutel oder Plastebeutel oder ja, je nachdem, was ihr wollt. Ich habe jetzt eine Papiertüte genommen. Das ist jetzt mein Korb. Das wird ein bisschen schwerer. Hab wieder einen Ball, mehrere Bälle wie ich. Und jetzt versucht ihr den Korb zu treffen. Einmal von unten. Oh, mein Korb ist umgefallen. Ja gut, das ist halt jetzt ein blöder Korb. Nochmal versuchen zu machen. Jawohl. Jetzt nochmal. Ah, nicht getroffen. Dann könnt ihr natürlich bei dieser Übung, mit dem Papierkorb ist es natürlich am besten einfach, bei dieser Übung könnt ihr jetzt auch mehrere Varianten nehmen. Könnt ihr wieder mit links werfen. Ging auch gut. Könnt von oben werfen. Naja, der Ball war nicht so gut. Könnt natürlich auch mit Augen zu versuchen zu werfen. War nicht drin, glaube ich. Nein. Oder ihr könnt ja im Prinzip auch wieder euch kurz vorher drehen im Kreis, dreimal. Oder ein bisschen schneller. Und dann versuchen noch zu treffen. Ja, das habe ich jetzt nicht getroffen. Und dann nochmal. Ja, auch nicht. Ihr könnt natürlich auch noch viel weiter weggehen, aber passt da bitte auf, ja, dass da auch wieder nicht die Porzellansammlung von der Mama oder sonst was im Weg ist. Das wäre dann ziemlich schade. Also ja, guckt da schon ein bisschen, was da rings um den Korb ist und was da vielleicht noch dann runterfallen könnte, was ihr vielleicht trifft, wenn ihr den Ball irgendwie, ja, wenn der trotzdem doch irgendwie bei einem Schwierigkeitsgrad dann etwas unkontrollierter durchs Zimmer fliegt. Also passt damit auf, dass er keine Lampen oder so runterholt. Aber das werdet ihr sicherlich viel Spaß dabei haben. Probiert es jetzt ein, zwei Mal. Ich suche mal kurz meine Bälle zusammen. Sind halt weg. Jetzt habe ich den Ball wieder. Genau, das war jetzt so, das waren die zwei Spiele. Zum einen das Flaschenbowling oder Klopapierbowling oder was ihr da auch findet und das Korbwerfen. Genau, so ein bisschen könnt ihr zu zweit machen, zu dritt. Ja, je nachdem, wie viele Leute jetzt zu Hause sind. Genau, habt da Spaß, werdet erfinderisch und ja, genau. Jetzt habe ich euch versprochen, ich bin natürlich Kanute, Olympiasieger auch 2016. Ich zeige euch ein bisschen, wie meine Sportart funktioniert und genau, wie ihr euch da bewegen könnt. Da braucht ihr zunächst erstmal den Besenstiel oder bei mir ist es der Wischmopp-Stiel. Macht ihr den Wischmopp ab, dass dann funktioniert. Oder ja, keine Ahnung, was ihr dazu nehmt. Den Staubsauger vorne, dieses Stück. Und wir nehmen erstmal, wir fassen es mit beiden Händen an, machen erstmal, versuchen erstmal so ein bisschen uns den Stab um uns herum zu drehen. Versuchen den Stab zu drehen. Nehmen den Stab. Drehen ihn um den Körper.
Genau. Machen wir 5 rechtsrum und dann 5 in die andere Richtung. Genau. Damit ein bisschen aufpassen, dass die Arme auch in der Streckung bleiben. Und dann ist es ganz entspannt. So. Die zweite Übung, die Kanuten viel machen. Wir setzen uns auf den Boden. Brauchen wieder unseren Besenstiel. Nehmen den Besenstiel, legen den in den Nacken und versuchen uns dann nach von links, also nach links zu drehen, nach rechts zu drehen, nach links zu drehen, nach rechts zu drehen, nach links und nach rechts. Dabei ist es wichtig, dass ihr auch ein bisschen hier unten die Beine einfach bewegt, je nachdem, wo ihr hindreht. In die Drehrichtung geht das Bein ein bisschen nach unten. Haltet den Stab fest, aber nicht so, dass ihr euch den Kopf so runterzieht, sondern ganz entspannt hinten auf den Schultern legt ihr auf und dreht er so 10-mal links und 10-mal rechts. So, jetzt haben wir noch eine kleine Balanceübung. Ja, ich habe jetzt leider kein Handtuch dabei. Kanuten brauchen immer viel Balance oder allgemein. Dazu legen wir den Stab auf den Boden und versuchen, entweder ihr nehmt einen Stab oder ihr nehmt ein Handtuch, rollt das zusammen und versucht dann darauf zu balancieren, ohne herunterzufallen. Genau. Dann drehen. Davon macht ihr 3 Runden. Ich habe jetzt eine Runde weg. Versuchen immer schön in der Mitte des Körpers zu bleiben. Reingefallen ins Wasser, im Boot. 2 Runden habe ich. Jetzt kommen wir zur dritten Runde. Ihr seid wahrscheinlich schon fast fertig, weil ihr ja schon wisst, wie das funktioniert. Ich habe jetzt die letzte Bahn. Genau, jetzt haben wir auch noch das Gleichgewicht geschult. Jetzt können wir uns quasi einfach ins Boot setzen. Das heißt, wir setzen uns auf, natürlich in das imaginäre Boot. Wir setzen uns wieder auf unsere Matte oder Handtuch oder was auch immer. Jetzt kommt es darauf an, dass wir, das ist eigentlich wie im Spreewald, unten den Arm machen wir ein bisschen lang, oben den lassen wir leicht gestreckt und dann versuchen wir erstmal so eine Paddelbewegung zu machen. Genau. Links rein. Rechts rein, rechts raus, links rein. Dabei unten den Arm schön lang, oben gestreckt. Machen wir wieder. Unten den Arm lang, oben gestreckt, unten lang, oben gestreckt. Rechts, links, rechts, links. Passt ein bisschen auf, dass ihr links und rechts nicht so viele Sachen sind, die umkippen könnten, dass ihr da safe seid. Genau. Jetzt haben wir auf die Armlänge geachtet, dass unten immer schön lang ist, oben gebeugt. Machen wir links, rechts, links, rechts. Nun könnt ihr noch auf eine zweite Sache achten, die wir als vorher als Übung probiert haben. Das war dieses nach links und rechts drehen. Da könnt ihr jetzt das auch mit reinnehmen. Das heißt, wenn ihr links zieht, dass ihr euch dann nach rechts dreht und dann wenn ihr links nach schön aufdreht, rechts rein, nach rechts drehen, links rein, nach links drehen, rechts rein, nach rechts drehen, links rein, nach rechts drehen und schön voll. Dann seid ihr bestens gewidmet für den nächsten Paddelurlaub. Ist auch schon was.
So, jetzt können wir, gibt es noch verschiedene Stufen. Wir können es jetzt einmal schneller machen, versuchen. Schneller und schneller und schneller und schneller. Jetzt wird es schon langsam anstrengend. So, nächste Stufe wäre, die Augen zuzumachen. Das heißt, wir versuchen mal die Bewegung mit den geschlossenen Augen. Und rechts, links, rechts, links, gerade, gerade, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Genau. Dann noch eine Variante, falls ihr irgendwie ein Kissen oder so habt oder ein Handtuch, könnt ihr euch zusammenrollen, macht ihr mal unter den Popo. Dann können wir noch ein bisschen mehr das Wackelige im Boot simulieren. Das heißt, wenn wir jetzt nicht im Wohnzimmer wären, wären wir natürlich draußen auf dem Wasser und könnten auch reinfallen. Das kippelt viel mehr, aber eigentlich auch nicht so schlimm. Dann kühlt man sich wenigstens ab im Sommer. Genau, dann probieren wir das wieder. Arm lang und drehen. 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 Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schön den Kopf oben lassen, geradeaus gucken. Links, rechts, links, rechts, links. So, das ist die Kanuübung gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen zeigen. Natürlich haben wir jetzt viel Sport gemacht, deswegen müssen wir uns mal kurz stretchen. Also bisschen dehnen. Wir bleiben im Sitz, dehnen uns nach vorne, fassen die Füße an und schauen, dass es hier unten Unterschenkel, Oberschenkel und unterer Rücken müssen es ziehen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Wir kommen langsam nach oben, nehmen die Arme hoch in die Streckung. Das könnt ihr jetzt nicht ganz sehen, aber wir strecken uns so weit wie möglich nach oben, als würde uns oben jemand festhalten. Versuchen uns zu strecken und zurück, ganz lang. Kommen langsam mit den Armen nach unten, schütteln diese aus. Schütteln, 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 lockern. Jetzt schütteln wir die Arme oben aus. Schütteln, schütteln, schütteln. Wir winken uns zu. Genau. Lassen Sie langsam runterfallen. Und sind nun fertig mit meiner Sportstunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao.